So, hallo, hier sind wieder Philipp und Holger. Und letztes Mal hatten wir ja das Thema, wie wir persönlich zur Philosophie gefunden haben. Und heute wollen wir mal gucken, was Sartre für uns und also für unser Leben, für unsere Tätigkeit bedeutet. Und da würde ich dich bitten, Philipp, mal zu sagen, was Sartre für dich bedeutet und was du für einen Zugang zu diesem Philosophen hast. Ja, also vielen Dank. Mich interessiert Sartre gerade, weil ich bei meinen Studis auf viel Interesse stoße. Also die haben es eigentlich herangetragen an mich. Da war einer, der gesagt hat, unsere Bibliothek besitzt zu wenig von Sartre. Der hat dann die Bücher vorgeschlagen und dann auch bestellt. Und insofern wollte ich dann auch ein Seminar über Existenzphilosophie im nächsten Wintersemester anbieten. Mich selbst interessiert es zwar auch, und ich komme ja von Heidegger her, und wenn man Heidegger studiert, dann kriegt man immer beigebracht, ja, das ist aber keine Existenzphilosophie, und dann lernt man, dass das irgendwie was Grundsätzlicheres ist, Ontologie und so weiter. Aber auf meine alten Tage kann ich der Existenzphilosophie noch viel, viel mehr abgewinnen als früher, und zwar auch im Sinne der philosophischen Bildung, weil das ist ja mein Feld. Und jetzt habe ich also das Büchlein von Sartre, der Existenzialismus ist ein Humanismus, meinem kleinen YouTube-Filmchen zugrunde gelegt. Und ja, da ist es eigentlich, finde ich, von unglaublicher Aktualität. Denn erstmal denkt man, ja, die Essenz, also irgendwie unser Wesen, irgendwie gedacht als Gottes Gedanke, was wir sein sollen oder so, das ist ja altmodisch. Und dieses, nein, wir sind aber Existenz und wir bestimmen uns jetzt komplett selbst und sind alle in jeder Hinsicht frei. Das ist irgendwie auch ein bisschen altmodisch. Das ist sozusagen Existenzialismus nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Aber wenn man dann mal hinschaut, ist mir eben aufgefallen, und ich glaube, deswegen interessiert es die Studis auch, wie aktuell das ist. Und ich will jetzt einfach nur sagen, wie ich das sehe mit Essenz und Existenz. Also Essenz, das wäre heute, ja, ich bin so geworden. Oder das Sein, mein Sein ist sozusagen mein Gewordensein. Also die Evolution, ja, dann die Ausstattung, die ich als Naturwesen habe. Dann aber auch die geschichtliche Gewordenheit, dann die Sozialisation, dann das Geschlecht, die Epoche, in der ich lebe, das Milieu, in dem ich lebe. Und plötzlich ist man überhaupt nicht mehr frei, sondern das ist sozusagen die moderne Essenz. Ich bin, wie ich geworden bin. Und das führt zu einer Haltung von, ja, ich kann ja nichts dafür, das und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, sowohl bei den, ja, bei uns allen, als auch eben bei den Schülerinnen und Schülern. Und demgegenüber wäre die Existenz nicht irgendwie so eine übertriebene Freiheit im Sinne, ich kann mich ständig neu erfinden, ja, alle paar Jahre neuen Beruf und so weiter, weil damit falle ich oft dann auf Klischees rein, ja, was gerade angesagt ist, das muss ich dann auch machen. Sondern es geht bei der Existenz tatsächlich um den Lebenssinn. Also tatsächlich entdecken zu können, an welcher Stelle der Welt, also rein geografisch, aber eben auch in welchem Gefüge von Menschen, in welchem Berufsfeld oder in welcher Lebensform, Ehe oder wie auch immer, kann ich eigentlich meine Message sozusagen, mein eigenstes sinnvoll einbringen. Ja? Wo kann ich andere Menschen weiterbringen, dadurch, dass ich so bin, wie ich bin? Und das ist ein Wahnsinnspotenzial. Und ja, das ist sozusagen meine moderne Übersetzung von Sartres Existenzbegriff. Das ist auch wahnsinnig aktuell. Das ganzen Beratungsformate im Social Media sind ja gehen ja in diese Richtung. Aber die Radikalität der Philosophie ist immer, sich das eben nicht von anderen sagen zu lassen, ja, was sozusagen vermeintlich originell ist oder so, sondern tatsächlich sich selber auf die Suche zu machen. Also darauf, worauf du referierst, ist ja dieser berühmt-berüchtigte Auszug oder Spruch, nein, es war ein bisschen blöd, dass die Existenz der Essenz vorausgeht nach Sartre. Ja. Ich habe so eine ähnliche Geschichte dazu, also nicht Geschichte, aber
persönliche Haltung. Ich dachte auch erst sowieso, boah, Existenzialismus ist irgendwas für Oberstufenschüler und so. Und dann raucht man Zigaretten, trinkt Kaffee und trägt nur schwarz und ist irgendwie doch so ein bisschen albern. Und du hast vollkommen recht, ist es überhaupt nicht. Also ich finde das gut, wie du das beschreibst, dass man dem Existenzialismus durchaus im Sinne von Sinn und Freiheitsgewinn wieder so ein bisschen auf die Sprünge helfen kann, indem man ihn modern übersetzt. Wobei, und das formuliere ich jetzt mal wahrscheinlich eher als Frage, als ich mich so ein bisschen eben mit diesem Slogan auseinandergesetzt habe, dass die Existenz der Essenz vorausgeht, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es dann doch relativ, also zumindest so von Sartre, so sehr, ich sag's mal ein bisschen grob argumentiert ist. So von wegen, wir haben immer die Freiheit, uns irgendwie frei zu entscheiden, aufgrund von unserer, wie Heidegger das nennen würde, Geworfenheit, bis hin zu diesem Diktum, die ganzen Umstände, wo du richtig sagst, da ruhen sich viele Leute drauf aus und denken so, ja gut, da trete ich mal Verantwortung ab, ich konnte ja nicht anders, was natürlich in der Form auch Genau. Quatsch ist. Aber so bei Sartre klingt das dann oft in die andere Richtung sehr, sehr extrem. So von wegen, man hat dieses, also man kann ja dieses Bild aufmachen, ich glaube, steht auch irgendwo mal, so man kann auch irgendwie eingekerkert sein, also von den ganzen Umständen, komplett in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt sein und trotzdem nach Sartre noch frei sein, indem man halt frei sein kann im Denken oder in der Haltung zum Beispiel. Wo ich denken würde, so, ja, stimmt schon, aber geht es nicht eher darum, wenn man das wiederum auf unsere Tätigkeit zurückbezieht, also wie kann man damit Menschen helfen? Und das ist ja so unsere Intention und unser Wunsch. Wie fruchtbar ist das Bild? Und geht es nicht eher darum, vielleicht beides, Existenz und Essenz, irgendwie in Einklang zu bringen und ins Verhältnis zu setzen? Und ich glaube, ich weiß nicht, ich habe es leider noch nicht gelesen, weil du hast ja auch ein Buch über Negativität geschrieben. Und da dachte ich so, das wäre mal interessant, wenn du da, musst du jetzt nicht, ist nur so, ich denke mal laut, ob das nicht so dem Existenzialismus auch so ein bisschen in die Kandare fährt. Ne? Weil Negativität heißt ja auch, okay, ich bin mir selber nicht voll einsichtig, die Welt ist mir nicht voll einsichtig. Und das irgendwie ins Verhältnis zu setzen mit dem, was Sartre berechtigterweise sagt, so ja, ich kann aber auch mich über die Umstände erheben. Ist das nicht eher da, wo vielleicht deine moderne Übersetzung vom Existenzialismus hin will? Also sowas nicht absolut zu setzen, sondern das so ein bisschen in Einklang zu bringen mit so einer, nennen wir es, bedingten Freiheit durch die Umstände? Ja, ich glaube, dass Sartre das auch selber so gemeint hat. Also der ist ja nicht naiv und würde jetzt nicht behaupten, man kann sich, wenn man irgendwie im übertragenen Sinne eingekerkert ist, zum Beispiel in seinen Alltagspflichten, ja, und im Beruf und so weiter, könnte sich da jetzt plötzlich irgendwie darüber erheben oder so daraus zaubern. Das ist ja gar nicht die Sache, sondern es geht dann eher um die Einstellung. Das ist jetzt ein sehr schwaches Wort, hört sich jetzt sehr wenig revolutionär an, aber es ist was sehr Revolutionäres. Nee. Also wenn ich jetzt nochmal von diesem, ja, im übertragenen Sinne Kerker, ist auch etwas undankbar, wenn man das so sagt, aber so fühlt man sich ja. Ja, man fühlt sich so, ich muss morgens aufstehen, ich muss Geld anschaffen, ich muss Pflichten, Mails sind schon wieder mehr geworden, ständig muss man irgendwie reagieren und hat oft so Fantasien von Ausbruch und ich schmeiß das alles hin und so weiter. Deswegen darf man schon sagen, es ist ein bisschen wie so ein Kerker. Und worum besteht da jetzt die Freiheit? Ich würde tatsächlich Sartre da recht geben. Es geht nicht um so eine Art Mischung aus Bedingtheit und oder Unfreiheit und Freiheit, sondern es geht tatsächlich um eine radikale ja, Entscheidung, wie möchte ich diesen Punkt, an dem ich jetzt bin, an dem ich lebe, wie möchte ich diese Konkretion eigentlich ausfüllen? Also wer bin ich? Und das gibt eine enorme Kraft oder kann eine enorme Kraft geben und kann einem auch dazu verhelfen, ich sage mal, auf den Teil oder auf das Gebiet zu sehen, den man eben tatsächlich beeinflussen kann. Also das ist eine alte alter Spruch natürlich auch, eine alte Weisheit,
dass man eben unterscheiden können soll, was man nicht in der Hand hat, also was man einfach akzeptieren muss, vielleicht übernehmen muss und was man eben doch in der Hand hat. Das ist ja auch stoische Philosophie, das ist ja die große und wichtigste Entscheidung. Und das wäre jetzt vielleicht so ein, auch wenn Sartre das vielleicht jetzt nicht so, das wäre eben zu langweilig zu sagen, was stoisch ist, aber das Stoische daran ist, ja, ich akzeptiere und übernehme das, was eben jetzt mein Leben ausmacht. All die Bezüge, in denen ich Pflichten habe, in denen ich irgendwie Verantwortung habe. Ja, und trotzdem kann ich das auf meine Weise machen und kann durch meine Einstellung nicht nur meine eigene Freiheit fokussieren, sondern eben auch ganz viel Freiheit in die Welt bringen. Also das ist, glaube ich, vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt bei Sartre, dass er möchte, dass wir diese Freiheit uns nehmen. Hört sich jetzt so an wie negative Freiheit, ja, lasst mich alle in Ruhe, ich nehme meine Freiheiten. Aber gemeint ist eher die Wählen, also die Freiheit zu wählen, um sie sozusagen auch vorzuleben und auch andere dazu zu ermutigen. Also insofern würde ich tatsächlich stark bei Sartre bleiben und den einfach, also man könnte es auch mit Kierkegaard den Möglichkeitssinn nennen, uns überhaupt zu erkennen, wie viele Freiheiten einem doch zur Verfügung stehen. Und das sind Freiheiten der Einstellung und nicht unbedingt der sich neu erfinden oder so, aber die Einstellung ist eben doch weitgehend frei. Ja, ist ganz gut, dass du das nochmal betont hast, ne? Weil ich glaube, ausgehend von dieser Denktradition, angefangen, glaube ich, tatsächlich nur beim Stoizismus, dass man unterscheiden muss zwischen dem, was Situation ist oder Fakt und dem, was man, das Urteil, was man sich darüber bildet, da ist das natürlich eine gewinnbringende, revolutionäre Idee und Haltung, aufbauen auf dieser Tradition zu sagen, so, nee, das ist, ich kann mir da selber eine Meinung drüber bilden, ich kann mich da selber zu verhalten. Ich bin da auch in der Entscheidung und im Denken noch frei. Und das ist, glaube ich, für unsere alltägliche Arbeit auch wichtig. Und davon zu unterscheiden muss man, aber finde ich auch nicht unrelevant, eben diese Denktradition, weiß nicht, wahrscheinlich ausgehend von Hegel, Marx, Feuerbach bis Frankfurter Schule oder so, also die sich eben mit diesem Verhältnis Individuum und Gesellschaft auseinandersetzt. Das ist natürlich eine andere Denktradition. Also das eine ist dieses Verhältnis Individuum und Gesellschaft und wie sind da die Bedingtheiten, wie funktioniert da Freiheit und Verantwortung und dann eben das, was Sartre und Kierkegaard, Heidegger weiß ich gar nicht, bist du der Experte, sagen, dass unabhängig, wie das da aussieht, ich mir immer noch eine eigene Haltung darüber bilden kann und da meine Freiheit und Verantwortung habe und da Entscheidungsspielraum habe. Aber das ist jetzt vielleicht so ein bisschen theoretisch. Und diese beiden Ebenen muss man begrifflich, analytisch auseinanderhalten. Aber vielleicht, wenn man diese beiden Ebenen ins Verhältnis setzt, wird das Bild so ein bisschen größer. Ja, also Ja, verstehe dass genau, man ja. da natürlich auch unabhängig von dieser stoizistischen, existenzialistischen Haltung und Freiheit und Verantwortung immer noch auch immer vielleicht so fürs persönliche Leben mitbedenken muss, dass es keine Ahnung, so eine Wirklichkeit gibt, die eben widerständig, inert ist und Genau, einen auch irgendwie oder richtig. Bedingtheiten beinhaltet, die natürlich dann auch wieder dieses Vertikale beeinflussen, wie diese Haltung, die ich darüber habe. Ja, also wir können ja konkret Sartres Le Leben, sein eigenes Leben anschauen. Und wäre er jetzt sozusagen irgendwie Privatier geblieben und wäre dann zu einem Lebenskünstler geworden, weil er irgendwie seine Unfreiheiten irgendwie durch tolle Haltung aufgelöst hätte und das Gefühl von Freiheit hätte, dann würden wir gar nicht über ihn reden, sondern er ist Zeit seines Lebens politisch engagiert gewesen und war unbequem, war sozusagen immer im Versuch, das widerständige Leben zu führen. Das ist auch verstanden worden von allen Menschen. Und insofern ist das völlig richtig, dass wir da diese kritische Analyse der Gesellschaft oder die kritische Analyse der Machtstrukturen, der Ungerechtigkeit der Welt, der Missverhältnisse, die muss sozusagen immer mit einfließen in das, was ich da so Einstellungen genannt habe. Also es geht bei diesen Einstellungen nicht um eine Bequemlichkeit,
sozusagen, ich rede mir das schön, ja, weil ich habe zwar keine Freiheiten, aber ich kann ja so tun, als ob ich das auch so will oder so. Das wäre so eine Art verflachter Stoizismus oder ein verflachter Existenzialismus, sondern natürlich, ich komme von der Diagnose, das ist ja auch mit gemeint, es gibt keine Essenz oder es gibt keine oder es gibt erst die Existenz, ja. Also es ist nicht so, wie man es vielleicht vor ein paar hundert Jahren von Seiten der Kirche oder der Monarchie vertreten hat, dass es verschiedene Stände gibt und die Arbeiter müssen halt arbeiten und die anderen dürfen halt irgendwie bestimmen, ja, sondern all das liegt vor einem als zu überwindender Essentialismus. Und das ist all das, was du gesagt hast, kritische Theorie, Marx, das ist darin gewissermaßen enthalten. Und die Freiheit besteht darin, natürlich für diese Richtung, also für diese kritische Richtung, sich stark zu machen und auch also da kann man wirklich sagen, welcher Philosoph ist da Vorbild? Ja, Ja, Sartre ja, auf jeden ja. Fall. Und auch für die, um nochmal den Bogen auf unsere Arbeit mit Philosophie im Alltag zu schlagen, finde ich, ist dafür Sartre ja auch ein wunderbares Vorbild für eben diese Haltung, wie man sich sein Urteil über die Bedingtheit und über seine Situation da noch Freiheit behalten kann. Also ich finde, die Philosophie ist dann maßgeblich, zumindest im Alltag, auch Perspektivarbeit. Ne? Also da wirkt Philosophie. Das andere sind vielleicht eher, also es gibt natürlich Vermischungen, aber das andere sind vielleicht eher so Politik oder Soziologie oder Aktivismus. Und was der Philosophie eigen ist und wie man mit Menschen mit Philosophie arbeiten kann, ist da eben genau die Arbeit an der Haltung, an der Perspektive, am Urteil. Und dafür finde ich Sartre ein famoses Beispiel, ein famoses Vorbild. Ja. Also ich will vielleicht nochmal auf meinem Bereich der Bildung sagen, überall da, wo wir uns zu sehr fokussieren auf diese Bedingtheiten, geben wir Verantwortung Ja. ab, indem wir sagen, ja, ich konnte ja nichts anderes erreichen, weil ich werde ja klein gehalten durch, was weiß ich, Herkunft oder durch Mehrheitsgesellschaft oder wie auch immer. Und dagegen müsste man eben diese befreiende Ja. Message eigentlich richten. Und die hat wirklich auch damit zu tun, sich selbst auf den Weg zu machen. Also das heißt, einfach machen und einfach es eben auch wagen und versuchen und nicht sich zunächst über die Unmöglichkeit klar werden, ja, indem man sämtliche Bedingtheiten sozusagen auf die eine Waagschale legt, dann ersticke Ja. ich sozusagen. Und dieses Ersticken, glaube ich, das hat Sartre auch bei seinen vielen Mitmenschen ja auch gesehen. Aber ich will jetzt ein konkretes Beispiel, also viele meiner Studis leiden unter Alltagsrassismus, weil sie internationale Wurzeln haben. Und das ist ein so hartes und schwieriges Leben, ja, unter dem ständigen Eindruck, man will mich nicht, beziehungsweise ich werde wirklich auch offen beleidigt oder angegangen. Und das, was ich am Anfang gesagt hatte, was ist jetzt der mögliche Sinn? Also wenn die Existenz, wenn wir uns den übersetzen, also diese Aufforderung, mach frei dein eigenes Ja. Leben, so gut es geht. Wenn ich das versuche mit Sinn zu übersetzen, dann könnte sein, dass das so ein Studi zu dem Schluss kommt, das wird nie aufhören, solange ich hier bin. Das wird immer so weitergehen. Und angesichts dessen kann ich eigentlich nur sagen, meine Erfahrungshintergründe muss ich einbringen in meinen Beruf, zum Beispiel den Ja. Lehrerberuf, ja, und muss eben sagen, wie sich das anfühlt und muss vor allem dafür sorgen, dass in meinem Unterricht absolut Zero Tolerance ist, wenn es um rassistische Äußerungen geht. Und das ist ein bitterer und harter Weg. Ja, und Freiheit und Sinn heißt da nicht irgendwie Befreiung ins leichte Ja, Leben, sondern ja. das heißt ins Sinnvolle. Das heißt, weil ich diese Erfahrung gemacht habe, ist es mein Platz, sozusagen da in diese Richtung zu wirken. Und das ist
kein, nichts irgendwie Schönes, sondern was Bitteres und furchtbar Trauriges. Aber es ist eben was meinen persönlichen Sinn dann eben ausmacht. Und dafür gibt die Philosophie von Sartre ja die Kraft, also die Kraft, die aus der Einsicht kommt. Und das können bestimmt viele, Ja, ja, bitte. diese Einsicht in die Ja. Freiheit, die einem trotz der ganzen Widrigkeiten irgendwie, also die Freiheit besteht immer darin, sich aufzumachen und das zu verwirklichen, was man im besten Sinne sinnvoll sozusagen Ja. beitragen kann. Das ist kein leichter Weg, sondern sozusagen ein steiniger Weg, aber jeder spürt oder jeder kennt das auch aus seinem eigenen Leben, Ja. wie sich das anfühlt, wenn plötzlich sozusagen man eine sinnvolle, ja, wenn man andere versuchen kann zu helfen oder eben auch andere zu begeistern oder eben auch Commitment zu leben. Ja, und das alles, glaube ich, ist mit gemeint bei Sartre. Es ist nur eben durch diese ganzen Ja. Klischees, die du auch angesprochen hast, mit dem Café der Philosophen und so weiter, muss man sozusagen sich Ja. durchwühlen, um zu sagen, ja, was wäre denn heute jetzt seine Botschaft? Genau, dann beenden wir das mal mit dem Appell, mehr Sartre zu lesen und sich ein bisschen eingehender mit dem Existenzialismus auseinanderzusetzen und ihn von irgendwelchen Klischees zu befreien. Philipp, vielen Dank. Sehr Das hat gut. Spaß gemacht. Ich danke dir. Gerne, gerne. Machen wir auf jeden Fall weiter. Wir wissen noch nicht, mit welchem Thema. Das wird dann noch bekannt gegeben. Aber Ja. genau, Philipp, ich danke nochmal. Tschüss. Ja, danke. Tschüss.